Hi und hallo, willkommen zurück bei Game of Lures und es geht wieder um die My Fishing Box, die Pro Box aus dem Juli 2020. Ich habe riesen Bock jetzt, die mit euch zusammen auszupacken und bin echt gespannt, was die Jungs sich haben einfallen lassen, um uns den Hochsommer ein bisschen zu versüßen. Zuallererst haben wir hier einen schönen Aufkleber, den Zander und eine Werbung von dem My Fishing Box Adventskalender, die 5 Jahre Edition, schwarz und gold. Auf Instagram ja schon extrem angeteasert und ich bin sehr gespannt drauf. Ich glaube, ich bestelle ihn mir dieses Jahr tatsächlich auch mal. Kostet 89,95 €, der Warenwert sind 130 bis 150 Euro und ist, glaube ich, vorbestellbar ab dem 13.07., wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Gut, fangen wir mit der Box an. Zuerst ein paar Jigköpfe von Major Fish, Größe 2 und 3,0 mit jeweils 10 Gramm. Wieder so meine Lieblingsart von Jigköpfen, die mit dem Draht, die den Köder halten, anstatt der dicken Bleiwulf. Dann Berkeley. Der Mantisbug, Green Pumpkin Blue, 4 Inch, also 10 cm. Wie sieht denn das Ding aus? Naja, schick. Ja, wieder so eine Barschgranate, denke ich mal. Also ich glaube, hier knallt es das ein oder andere Mal öfter. Ist sehr dicker, sehr dickes Gummi. Ja, riecht wie Berkeley Powerbait Fische halt so riechen oder Gummis. Ja. Cool. Dann haben wir den Whistle Chat von Fish Up in Watermelon Seed. 3 Inch. Den packe ich nicht aus, weil jeder, der Fish Up Köder kennt, der weiß, wie würzig die riechen. Und das tue ich mir jetzt nicht an heute, da habe ich keine Lust drauf. Aber grundsätzlich kann ich sagen, dass diese Fish Up Köder eine ziemlich geile Geschichte sind. Eine gute Gummimischung, gutes Flavor, sie laufen sehr gut. Und ich denke, passend hier mit dem Jigkopf. Ja, könnte knapp werden. Egal, Jigköpfe habe ich genug. Das sollte passen. Dann geht es weiter und zwar mit einer Firma, die ich persönlich jetzt noch nicht kenne. Die Firma Lurefans. Wer die von euch kennt, haut es mal gerne unten in die Kommentare. Ich finde die Verpackung schon ziemlich nice. Sieht sehr edel aus. E50 Excavator, 50 mm, 12,5 Gramm schwer, Floating mit einer maximalen Tauchtiefe von 2,50 Meter. Finde ich gut. Gerade für mich am Mittellandkanal, jetzt so in der Zeit, vermute ich Barsche oft so im Mittelwasser, dann so an den Spundwinden und ich glaube, da macht der eine gute Figur. Dann Large Tungsten Bed of High Specific Gravity. Also Tungsten soll im Blei, im Körper drinne sein. Vermutlich. Oh ja. Man merkt das schon, wenn man ihn schüttelt. Das ist eine große Tungstenperle wahrscheinlich drin, die beim Auswerfen das Gewicht vermutlich nach vorne oder hier ans Ende dann verlagert und der Köder einfach einen sehr guten Flug hat. Vom Design finde ich ihn ja sehr interessant. So ein bisschen 3D-Holofolie-mäßig. Ich hoffe, das erkennt man so ein bisschen in der Kamera. Und ja, doch, schick. Gefällt mir. Bin sehr gespannt darauf. Ich glaube, den werde ich auf jeden Fall Richtung Wochenende mal baden schicken. Wer hat gelacht, wenn da kein Barsch dran knallt? Also, ich glaube auch, wenn man den ein bisschen ruhiger führt, abends, dass da der Zander nicht Nein sagt. Dann haben wir noch einen von der Firma Lurefans, V9F, File Marco, 90 mm, 10,5 Gramm, auch in Floating, das ist ein Topwater-Köder, wie soll es auch anders sein, das ist jetzt die absolute Topwater-Köderzeit, Sommer, auch wenn er uns dieses Jahr so ein bisschen warten lässt, aber auch den Kollegen hole ich mal kurz raus.
schöne Silhouette. Ähnlich wie in dem anderen, auch mit diesem Tungstengewicht. Finde ich eben so einen richtig schönen aggressiven Blick. Das Gelb, glaube ich, das macht nochmal richtig schön setzt so einen Reiz und auch das Rot. Ja, passende Route und das passende Gewässer vorausgesetzt, glaube ich, dass man hier auch eine ganze Menge Spaß mit haben dürfte. Also ja, ich sehe hier Hechte und auf jeden Fall Barsche und natürlich Rapfen, wenn man denn welche bei sich im Gewässer hat. Mir ist er bis jetzt sehr verwehrt geblieben, der Rapfen, aber ich arbeite dran. Gut, das war's mit der My Fishing Box für Juli. Schöne Auswahl, wie ich finde. Also gerade die Hardbaits, die begeistern mich extrem. Creaturebaits habe ich jetzt mittlerweile echt en masse und genug. Bräuchte ich jetzt persönlich aktuell erstmal keinen mehr. Aber eigentlich kann man nie davon genug haben. Und ja, diese Gummifische hier. Ja, ich glaube, damit werde ich auch eine ganze Menge Spaß haben, weil das ist eine schöne Universalgröße, die 3 Inch. Also das wäre ein schöner Snack für Barsche, aber auch für Zander. Von daher, glaube ich, geht da einiges mit. Dann haut mal gerne unten in die Kommentare, wie ihr diese Box gefunden habt. Lasst gerne ein Like da, abonniert mich und ansonsten schreibt irgendwas in die Kommentare, wenn ihr was wissen wollt oder Kritik an den Videos, Kritik an den Boxen, kann ich jetzt nicht wirklich beeinflussen, aber haut es halt einfach unten rein. Ich freue mich über jeden Kommentar und auch über jedes neue Abo. Und ich glaube, ich habe es im letzten Video schon erwähnt, bei den 50 haue ich das erste Gewinnspiel raus. Also wenn wir 50 Abonnenten voll kriegen, dann gibt es das erste Gewinnspiel. Ich habe genug Auswahl da und werde dann was Schönes für euch zusammenbasteln und dann euch ein bisschen was weitergeben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin.